Guten Morgen, der nächste lange Lauf steht an, 27 Kilometer. Ich fange diesmal nicht ganz so schnell an wie das letzte Mal. Ich hoffe, dass es dann besser klappt. Habe auch viel gegessen, viel getrunken. Die Vorzeichen stehen besser. Ja, ich laufe heute das zweite Mal mit meiner neuen Uhr, Polar M400. Beziehungsweise das dritte Mal, ich bin gerade mit meiner Tochter gelaufen, 640 Meter. Das war ihr erste Run, sie ist 5 Jahre alt. Hat ihr richtig Spaß gemacht und machen wir jetzt vielleicht regelmäßig. Ja, also mein zweiter richtiger Lauf mit der Uhr. Diesmal auch mit Brustgurt, das heißt meine Herzfrequenz wird angezeigt und aufgezeichnet. Ja, und es ist ziemlich warm jetzt schon. Wir haben 20 vor 10 und ja, bestimmt schon so, keine Ahnung, 24 Grad oder so, 25. Aber ich denke mal, es wird noch heißer. Ja, ich bin heute Richtung Siegburg unterwegs. Ich denke, die Stadt sollte ich auch erreichen und dann wieder zurück. Nochmal zurück zur Uhr. Also, ich bin bisher sehr zufrieden mit ihr. Von der Bedienung her super. Was die alles anzeigt, kann man im Internet nachlesen, brauche ich jetzt nicht größer drauf eingehen. Aber die Bedienung ist echt intuitiv und sehr übersichtlich. Und ja, es gibt dann noch so ein Portal im Internet, kann man da noch Einstellungen vornehmen und sich alles genauer anzeigen lassen. Und dort kann man auch die Runs exportieren und auf anderen Portalen importieren. Ich habe das schon gemacht mit Runtastic, hat einwandfrei funktioniert. Auch selbsterklärend, kein Problem. Und was ich auch super finde, die Uhr hat noch einen Aktivitäten-Tracker, das heißt, zeichnet quasi täglich deine Schritte auf und erinnert dich sogar dran, wenn du irgendwie zu lang gesessen hast und mal wieder eine Aktivität vonnöten wäre. Echt super Gerät. Sehr happy damit. Zudem finde ich sie eigentlich auch ganz schick. Ich laufe hier in der prallen Sonne. Es ist mega warm. Die Soße läuft mir runter. Ich bin bei Kilometer 6. Also, jetzt noch ein Halbmarathon vor mir. Auf geht's. Fakten. Durchschnittspace von 5,10 und eine Herzfrequenz von 173. 6 Kilometer, wie gesagt. Oh, bisschen hoher Puls. Aber geht, geht. Faktencheck. Pace 507 im Schnitt und Herzfrequenz von 180 ist zu viel. Muss ich versuchen runterzuschrauben. Ich habe gerade eine kurze Pause gemacht. Das heißt Pause, ich bin ein Stück gegangen, um einen halben Riegel zu essen und was zu trinken. Habe keine Lust, dass mir dasselbe passiert wie beim letzten Mal. Aber ich glaube nicht, fühlt sich alles ganz gut an. Also die Beine machen auf jeden Fall gut mit. Der Rest macht mir eher ein bisschen Sorge, aber ich glaube, das liegt daran. Ich laufe zu 95% in der prallen Sonne und es ist ziemlich warm, kann ich euch sagen. Kilometer. Die Beine machen gut mit, keine Probleme, aber ansonsten bin ich ziemlich mitgenommen schon. Noch einiges vor mir. Schauen wir mal. Ne? So, die Halbmarathon habe ich hinter mir.
jetzt muss ich echt beißen. Halt. Wenn das beim Marathon so früh anfängt, dann habe ich ein Problem. Aber gut, da wird es ja wohl hoffentlich nicht so heiß sein im Oktober. Aber dafür wesentlich weiter. So, noch gut 2 Kilometer. Ich bin nicht so richtig eingebrochen, aber ich musste schon spürbar einen Gang rausnehmen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, super Uhr. Bin ich sehr zufrieden mit. Gute Investition. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt halt auch. 148 Euro inklusive Brustgurt. Bei den Leistungen, die die Uhr hat, ist das schon vollkommen okay. Also jetzt ab nach Hause. Liegestuhl wartet. Und das Planschbecken. Ich kämpfe gerade um jeden Meter. 200 sind es noch. Ich beiß mich durch. Und dann aber wirklich. Fini.